Wir haben im letzten Stream leider einen Absturz gehabt. Und ich sehe gerade an der Mission, infiltriere das Sirs HQ. Ich glaube, der hat nicht gespeichert, der Drecksack. Ich glaube, der Sack hat nicht gespeichert. Ich glaube, wir müssen die Mission tatsächlich nochmal machen. Ich schau mal. Was da abgeht. Das heißt, zwischen den einzelnen kleineren Missionszielen scheint er nicht abzuspeichern. Ich dachte, Autosave wird bei Ubisoft immer groß geschrieben, mein Gott. Ach, da wären wir schon. Bin vor Ort. Wie lautet der Plan? Wir sind hier, um Dokumente zu finden, die wir das Malik-Dossier nennen. Im Grunde ist das der Papierbeweis, dass Malik hinter den Bombenanschlägen auf das Canada-Haus steckt. Das Problem ist, dass diese Dokumente nicht auf einem Computer sein werden. Die sind auf Dutzenden im ganzen Land verteilt. Wie gehen wir vor? Das ist die Millionenfrage, oder? Die sollten wir Malik stellen. Der Sirs verwendet einen Supercomputer namens Filament, um Daten aus dem CTOS-Netzwerk zu verarbeiten. Das funktioniert wie Nudel. Und man könnte damit jedes Dokument auf alles jedem privaten Regierungs- oder Geschäftsgerät überall in Großbritannien direkt suchen. Danke, sprechender Computer. Brich ein und verbinde Bergley mit einem Filament-Verwaltungsterminal. Er erledigt dann den Rest. So wie immer. Und dann war ich mal mit einer Lilliputanerin zusammen. Die war echt unter 61. Aber eiskalt. Ich frag mich, ja. Moment, ich muss da rein, ne? Wenn ich ihn hier mache, kann ich einfach hier durchlatschen? Tatsächlich. Ich fasse es nicht. Aber ich glaube, das bringt mir gar nichts. Die sind aber auch blind, ne, die Typen hier. So. Hört euch auf den Sound und so, ist in Ordnung. Immer wieder dieselben Fragen, ich weiß. Was ist das denn für einer? Hallo, geh mal weg da. Okay. Hier wären wir schon mal. Lass das mal wieder abkühlen, in Anführungszeichen. Dann muss ich irgendwie die Dinger hier deaktivieren. Und zwar genau so. So, dann warte ich kurz. Das ist echt öde, dass der nicht abgespeichert hat, ne? Kann ich doch nichts dafür, dass das scheiß Spiel abstürzt, ey. Na, komm. So. Häken. Zack. Zack. Oh, das war keine gute Idee hier. Hier ist ja viel zu viel los.
Hi Florian. Ne, ich habe dich doch schon begrüßt, oder? Weiß es gar nicht mehr. Jo, wie geht's deiner Hand eigentlich? Das klang letzte Mal echt nicht so gut, was du da gemacht hast. Mit Eisensplitter und so. So, ich muss da hoch. Die Leute laufen weg. Jo Leute, wisst ihr, was ich gerade erst merke? Moment. Ich muss kurz was einstellen. Und zwar. So, jetzt haben wir's. Hallo. Wurde rausgeschnitten. Nee, hör auf. Und? Und danach so? Ich hoffe mal, dass es alles gut verheilt. Achso, das kann ich ja hacken hier. Hacken! So, ab nach oben. Er läuft da einfach durch, korrekt. Schön den Hals brechen. Okay, von hier geht's nicht hoch. Wie bin ich denn neulich da hoch? Hier sind keine Treppen. Hä? Bin ich komplett umsonst hier rein jetzt? Allen Ernstes? Jo, ich glaube, ich musste mich nur da reinhacken. Per Kamera. Per Fernzugriff. Oder? Nee, ich glaube nicht. Um von deiner Optik auf das Filament Admin Terminal zuzugreifen, musst du das SRS-Satellitennetzwerk auf meinen Paketstream vom Bloom Tower ausrichten. Natürlich. Weiß ich doch. Moment mal, die Mission kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Vielleicht hat er ja doch gespeichert. Weißt du, ich bin mitten in der... Mitten in der Autofahrt ist er nämlich abgekackt. Es kann sein, dass der vielleicht irgendwo gespeichert hat. Jetzt sollte ich mich in den hässlichen kleinen Schnüffelcomputer des Sirs streamen können. Geh in den Keller und hack den Filament Admin Terminal. In den Sicherheitssystemen des Gebäudes ist ein Eindringling. Ich kann... Sorry, Kanal wird gehackt. Ich habe die Sicherheitssysteme des Gebäudes übernommen. Alles unter 1,80. Wie groß bist du denn? Aber ich würde das gerne. Ich meine, ich bin da noch safe anscheinend, aber... Wenn ihr vernünftig seid. Man muss ja 2 Meter groß sein. Zero Day hat die Sicherheitssysteme des... Wie groß warst du nochmal? 2 Meter? So gehen die immer vor. Was redest du da? Ich will, dass der Zeck... Kennst du, wenn du denkst, du bist groß und dann kommt Johann um die Ecke? Ihr habt euch als äußerst talentiert erwiesen. Ich könnte eure Fähigkeiten gebrauchen. Schließt euch mir an. Ihr könnt aus eurem Leben immer noch etwas machen. No body shaming. Zero Day beitreten? Nein, wir bekämpfen Leute wie dich. Wir arbeiten doch nicht für dich. Zero Day? Nein. Ich meine Eiswolf meinte ich, sorry. Nicht Johann. Ihr habt im Prinzip sowieso schon für mich gearbeitet und außerdem haben wir viel gemeinsam. Ich glaube, ich sag immer Johann, weil das so leichter von den Lippen, von den Lippen geht. Ich sag voll oft Johann anstatt irgendjemand anders. Dass ich weiß, wie ich London haben möchte. Stark
und stabil. Vereint. Sicher. Das ist mir wichtig. Und dir? Wie wär's mit Loyalität? Ich soll den Aufzug nehmen, mein Gott. Verräterisches Stück Scheiße. Gut. Wenn wir uns gegenseitig nicht überzeugen können, dann müssen wir uns wohl umbringen. Ja. Machen wir doch. Machen wir doch glatt. Bis Johannes Bein, was? Nee, ist Johann, bist du auch so groß? Dieser zentrale Server ist das Admin-Terminal von Filament. Verbinde mich mit ihm, damit ich Zugriff kriege. Eiswolf, 2 Meter. What the fuck, man? Wieso fragst du dann, ob Johann Basketball spielt? Bin ja auch so ein Riese. Ach, da steht's doch, mein Gott. Chat. Da viel zu viel Information für euch. Verflucht, wir wurden ausgesperrt. Oh, und anscheinend hat Malik die Mikrowellendrohnen losgeschickt. Wie bitte? Mikrowellendrohnen, eine von Filaments hochmodernen Gegenmaßnahmen. Sie setzen kleine Mikrowellenkanonen ein, um kompromittierte Hardware einzeln zerstören zu können. Eine Art Chemotherapie für Computer. Der Serverraum verriegelt sich automatisch, während sie im Einsatz sind. Vorschläge? Okay. Kapere eine der Mikrowellendrohnen und schieße mit ihr die anderen ab. Ja gut, dass hier so viele sind. Ist ganz praktisch. Gehen wir doch nicht hier rein. Zerstöre Mikrowellendrohnen. Feuer! Feuerwerk! Oh. Oh, kaputt! Kapern? Hier drüben! Achso, das ist meine. Ja, dann macht mich mal kaputt. Drohnen deaktiviert, Serverraum offen und... So eine Scheiße! Malik hat mich ausgesperrt. Er muss eine feste Verbindung zum Server haben. Vorschläge? Wenn wir komplett neu starten, wird seine Verbindung zurückgesetzt. Das verschafft uns genug Zeit, um unseren Einbruch abzuschließen. Aber Filament verwendet 3 Quantenprozessoren mit jeweils eigener Stromversorgung. Wir müssen jeden einzeln neu starten. Wir ziehen also den Stecker und stecken ihn dann wieder ein? So ungefähr. Okay, ich weiß jetzt erst, was Eiswolf mit der Frage bezwecken wollte. Das ist so diese typische Frage, die man als großer Dude bekommt, ne? Gestellt bekommt. Willst du eigentlich Basketball? Du hast recht. Mach ich auch immer. Mach ich auch immer. Hast du mal überlegt, Basketball oder so? So groß wie du bist? Access denied. Oh, oh, oh. Sollte vielleicht mal ein paar Dudes ausschalten. Der war saftig. Sorry, war kurz weg. Was ist los? Ich sag mit dem Spruch vorhin, ob Johann Basketball spielt, mit der Frage. Wolltest du wahrscheinlich bezwecken, dass große Männer oder große Menschen generell immer diese Frage gestellt bekommen und dass es nervig ist? Weißt du, was ich meine? Ich mach das auch immer. Wenn ich einen sehe, der so annähernd 2 Meter groß ist, komme ich auch immer an so mit. Hast du mal überlegt, Basketball zu spielen? Einfach so, weil ich ja auch, sag ich mal, sportbegeistert bin, ne? Also Teamsport. Denke ich mir immer so, boah, der wäre doch perfekt. Warum macht er das nicht?
Warum? Was macht der denn? Genickbrüchle. Ah, komm. Bist du noch? Very good. Hi, Wonder Woman. Huhu. Aber seit neuestem habe ich einen Konter. Was denn? Was denn? Da kann ich auch damit rechnen, wenn ich jemanden frage. Dann denke ich mir bis dahin wiederum einen anderen, einen Gegenkonter aus. Irgendwas Snappiges. Nee, aber spielst du Minigolf? Boah, der ist böse. Der ist böse. Da hätte ich gar keine Antwort parat. Ich wäre am Boden zerstört. Ich wäre am Boden zerstört. Der ist nice. Johann, protokollieren, aufschreiben. Du kriegst die Frage mit 1,96 bestimmt auch hin und wieder gestellt. Spielt zu Basketball. Und wie ist das so, wenn man so groß ist? Ah. Da sagt, hier ist jemand. Oh! Oh, in der Ecke! Was hat die da gemacht? Ist die da zum Furzen hingegangen oder was? Schön in der Ecke so, weißt du? Merkt eh keiner. Lass ich mal ein paar Kracher raus. Keine Kollegen in Sicht. Nur von netten alten Damen, da frage ich lieber nicht. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, worauf das bezogen ist. What? What? Könntest du etwas gegen diese Drohne unternehmen? Ach so. Dezente Hinweise ziehen bei ihr nicht. Ja, Sieger. Aiming war auch mal besser. Verpiss dich, du blöde Drohne. Wir machen hier kein Picknick mit Sekt und so. Könntest du diese Drohne runterschießen? Ja. Ich habe sie höflich gebeten zu verschwinden, aber Assis spreche ich wohl nicht. Ja, jetzt geht's diese aber los. Diese Mikrowellendrohne hängt hier schon so lange rum, dass ich dir einen Namen gegeben habe. Ich möchte dir Ada vorstellen. Würdest du sie bitte erledigen? Sieh sich das eine an. Eine Reihe von Besitzbelegen über 40 Kilogramm Semtex wandert quer durch ein Dutzend Strohfirmen, aber ganz am Ende steht eine Adresse in Southall. Und wer hat 30 Jahre lang genau auf der anderen Straßenseite gewohnt? Victoria und Imran Malik, Eltern eines gewissen Richard. Das beweist gar nichts. Oh, das ist herzerwärmend und belastend. Wie geil er mir mitten in so einer Schießerei versucht, die Story zu erklären, ne? Das liebe ich ja. Ich habe eine E-Mail verlaufen zwischen der Facility einem anonymen SIRS-Account. Und dann noch mit so einem Plot. Mit so einem Twist, meine ich, mit so einem Plot. Deswegen, dass ich Opfer vermeiden wollte. So um die Ecke kann noch nicht mal ich denken. Junge, ey. Das ist echt übel. Verpiss dich, du nerviges Scheißding. Nein, ich bin nicht dein Daddy. Geht's dir, 3PO? Muss ich aber echt hin und her marschieren jetzt. Diese Mikrowellendrohne entwickelt sich zu einem echten Problem. Ja, Bro, was soll ich machen? Bist du da hier? Schau mal, da ist der unredigierte Missionsbericht für zwei SIRS-Agenten. 40% erst.
die Sprengstoff als Teil einer Notierung platzieren sollten. Und unterschrieben ist er vom Innenminister höchstpersönlich. Oh, hier ist so eine kleine fucking Drecksmücke. Wie spannend. Wusstest du, dass der Sicherheitschef des Canada House eine Tochter hat, die in Kairo im Gefängnis saß und dass sie eine Woche vor der Explosion begnadigt wurde? Na, da würde er dem SRS-Officer, der die Ägypter unter Druck gesetzt hat, doch sicher einen unheimlich großen Gefallen schulden, oder? Das würde er wohl. Anscheinend hat Malik aufgegeben, die Mikrowellendrohnen kompromittierte Hardware zerstören zu lassen. Jetzt lässt er dich ins Visier nehmen. Das Ergebnis ist ungefähr dasselbe. Bagley mit den Sprüchen immer. Was haben wir denn hier? Direkt von deinem eigenen Laptop, Malik. Akten zu all den kleinen Nebengeschäften, die du betrieben hast. Mal ehrlich, das hättest du auch gleich böse Bombenverschwörung.doc nennen können. Das reicht. Das kannst du nicht machen. Das darfst du nicht tun. Ich erlaube es nicht. Unabhängige Stromversorgung wurde wiederhergestellt. So. Kehre zum Zentralkern zurück, um den Zyklus abzuschließen. Sehr gut, Bagley. Bringen wir es zu Ende. Mach ich. Aber mit Vergnügen. Ja, bitte. Da braucht auch mal ein Erfolgsgefühl, ja? Verbinde Bagley mit Filament. Filamente. Display hat sich nichts getan. Filamentintegration abgeschlossen. Und anscheinend konnte Malik seine Spur noch nicht verwischen. Ich glaube, ich kann seine Position zurückverfolgen. Tu das. Mach das. Okay, dann suchen wir mal. Zu alt. Zu jung. Zu hässlich. Zu weiblich. Ah, da ist er. Na. Hallo Malik. Deine Verbindung ist weg. Kommt es mir nur so vor oder hat er Verstopfung? Klar, was wäre ein Aktentaschenpenner ohne Aktentasche? Na sowas, da hat jemand die Tür zugesperrt. Keine Sorge, das wird unmöglich Oh nein, hat es doch. Hey, was zur Hölle, Mann? Das ist ein Problem. Da war schon wieder der hier. Versucht er ernsthaft mit einem Auto zu entkommen? Einem Auto, das mit dem stadtweiten Überwachungsnetzwerk verbunden ist, das ich kontrolliere. Autopilot aktiviert. Fuck! Hallo nochmal. Schon lustig. Was? Trotz all deiner Intrigen scheinst du unter Druck zu versagen. Wir haben den Sack. Wir haben den gekascht. Oh, oh nö. Alles ohne Alarm, ne? Und dann laufe ich raus. Ich habe das Malik-Dossier zu jeder Nachrichtenredaktion von der GBB bis zum Mitteilungsblättchen der Waliser Schafzüchter geschickt. Es wird sicher eine Zeit dauern, aber das sollte DedSecs Namen reinwaschen. Zumindest in dieser Sache. Was ist mit Malik? Der hat sich dummerweise in ein selbstfahrendes Auto gesetzt, das mir einen Gefallen schuldet. Es bringt ihn zu einem sicheren Ort. Kann mir mal jemand erklären, warum wir das Auto nicht einfach in den Fluss schicken? Würde ich Leben gerne tun. Ich glaube, wir sind entkommen. Er könnte Teil von Zero Day sein. Keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Aber wir müssen es rausfinden. Hörst du, Malik? Diesmal kannst du uns echt helfen. Ja? Verdammte Scheiße, du irrer Roboter! Halt an! Keine Spur mehr. Schreib eine Erklärung in den Bericht. Ja? Malik ist im Versteck in Gewahrsam. Okay. Da wir ihn jetzt haben, sollten wir mit ihm reden und rausfinden, was er über Zero Day weiß. Nur, komm ihm nicht zu nah, okay? Solange er lebt, ist er eine Gefahr. Okay. Richard, verhöre Richard Malik im Versteck. Sehr gerne. Schauen
Schauen wir mal, was der da so reißt, der Gute. Ich glaube ja immer noch, dass die ständig mit uns kommuniziert, die haben wir auch noch nicht persönlich gesehen. Die ist bestimmt auch eine mega Assi-Braut. Ernsthaft? Das ist verglast und da ist sein Pott. Und ein Hundenapf. Fressnapf. Nice. Privatsphäre. Malik, es ist Zeit auszupacken. Wir wissen, dass du am Anschlag auf das Kanada-Haus und den früheren Anschlägen beteiligt warst, also... Die Anschläge damals? Was soll das? Oh Gott, ich wurde von Idioten geschnappt. Ich war das nicht. Ich wollte diese Anschläge verhindern. Ich bin Patriot. Und sie nannten mich einen Spinner. Sogar Emma. Da wusste ich, dass Informationen nicht ausreichen. Um das Empire zu retten, bräuchte ich Macht. Und zwar schnell. Dann erklär uns, warum du von Zero Day wusstest, bevor du uns kontaktiert hast. Ich bin Spion. Ja? Ich wusste ein bisschen was über den größten Terroranschlag der letzten Zeit. Und ich dachte wirklich, dass ihr Zero Day seid. Es erschien einleuchtend. Aber wenn es eine Verschwörung geben muss, Albion hätte am meisten profitiert. Ist euch das nicht klar? Du hast so viele Leute verletzt, dass es mir egal ist, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Du wirst hier drin verrotten. Lange bleibe ich hier nicht. Diese Wende wird es schon bald ebenso wenig geben wie euch. Eure kleine radikale Kooperative wird versagen, so wie sie es alle tun. Ich habe das schon so oft erlebt. Ihr werdet euch gegenseitig zerfleischen. Da braucht es nicht mal Zero Day, Albion oder sonst wen. Eine einzige, einheitliche Ideologie. Ein einziger, starker Anführer. Das waren in der Geschichte immer die Merkmale von Macht. Demokratie und Pluralismus sind nur Anomalien. Kleine Ausrutscher, genau wie ihr, der Zeck. Eine Fußnote in der Geschichte des Empires. Aber jetzt wendet sich das Blatt und ihr seid für die Zukunft einfach nicht bereit. Okay, also der hat uns genatzt, weil der dachte, wir sind Zero Day, die ja für den großen Anschlag ganz am Anfang verantwortlich waren. Weil er ja angeblich Patriot ist. Ja, das ist interessant. Das ist jetzt gar nicht so böse. Bin gar nicht so böse, ne? Bin gar nicht so böse. Aber beim Kacken gucken wir dir trotzdem zu. So viel ist klar. So, was nun? What is my mission? Muss ich hier mit irgendjemandem reden oder so? Datzek, mir wurde eine mögliche Entführung gemeldet. Ich schicke euch die Infos. Klang, als hätte es mit was Großem zu tun. Das ist eine echte Chance auf Gerechtigkeit. Okay, wir schauen uns das an. Nee. Ich schaue mir gar nichts an. Mission. Auktionscrasher, Kelly Mission. Okay. Wir machen erstmal das hier. Dark Web und Tiefen. Dass die immer erst tausend Sachen einblenden müssen. Ich habe das Drohnennetzwerk überwacht. Mary Kelly hat endlich die Einladungen zu ihrer Sklavenauktion verschickt. Ich schaffe eine Einladung von einer Lieferdrohne. Das ist euer Spezialgebiet. Hackt eine dieser Drohnen und besorgt den Ort, an dem sie diese armen Schweine mit den Mikrochips verkauft. Machen wir dem ein Ende. Ja, normal. Licht ein bisschen zu hell eingestellt. Hey, guck mal, bei der GBB reden sie über unseren Freund Malik. Lass mal sehen. Andere Dokumente im Malik-Dossier, die von der Organisation DedSec veröffentlicht wurden. Offiziell bestreitet der Sirs die Richtigkeit dieser Dokumente, obwohl Quellen innerhalb der Organisation behaupten, dass Richard Malik selbst aus dem Land geflohen ist, was als beispielloses und erniedrigendes Datenleck beschrieben wurde. Da mehr vom Dossier unabhängig verifiziert wird, spekulieren Antiterror-Experten, dass die Anschläge Anfang des Jahres fälschlicherweise DedSec zugeschrieben worden sein könnten.
Hey, was habe ich denn da gerade eingesammelt? Fracht abwerfen. Gib her. Eto. Okay. Tja, das war einfach, sogar für dich. Gib mir einen Moment, um die Sicherheitscodes zu entschlüsseln. Und Bagley, was hast du? Mary Kelly verkauft ihre Ware in Hackney Baths. Diesen Ort gibt es seit 1904. Früher war es ein öffentliches Badehaus. Heute, in der ach so aufgeklärten Moderne, ist es ein Sklavenmarkt. Sie sprach von Auslandsinvestoren, ein großes Geschäft. Das bedeutet Partner, Klienten, Beschäftigte. Alle, die irgendwie Teil ihrer Organisation sind. Wir erledigen Mary Kelly von innen heraus. Inspektor Lau will ihren Fall gegen Mary Kelly einem Kontakt beim Generalstaatsanwalt geben. Wir müssen möglichst viele Daten beschaffen, damit sie genug für die strafrechtliche Verfolgung haben. Die Mikrochips sind ein großer Teil der Gleichung, von der wir nahezu nichts verstehen. Wir brauchen etwas Handfestes in der Sache. Sieh nach, ob du etwas finden kannst. Pläne, Belege, Proben. Also, der Plan ist einfach. Die Soiree der Kellys stören, möglichst viel herausfinden und ganz nebenbei nicht dabei draufgehen. Bei den Baths kann man nicht vorsichtig genug sein, Team. Versuche die Sklavenoption. Mary kann all ihre Gefangenen mit einem Knopfdruck töten. Wenn wir versuchen, sie jetzt zu befreien, sind sie so gut wie tot. Sie weiß noch nicht, dass wir ihr auf der Spur sind. Das ist unser Vorteil. Ich habe das Gefühl, dass wir hier so in Anführungszeichen randomly immer wieder dieselben Personen erwischen. Den habe ich schon mal gesehen. Und oft, wenn ich Leute einfach so scanne, sind das Namen und so, die mir mega bekannt vorkommen. Achso. Ja, da traveln wir doch mal fast hin. So. Dass ich kein Freund der Entwicklung der Watch Dogs bin, fand die Story und das Umfeld im ersten Teil besser. Erster Teil war eine viel persönlichere Story. Oh, Androide. Sag mal, du streamst? Bin ich jetzt völlig plemplem? Oh, andere Maus. Danke erstmal für den Raid. Hi, Blaumeise. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, Hi. Danke für den Raid. Muchas gracias, Androide. Hör mal, ich wusste gar nicht, dass du selber auch hier unterwegs bist bei Twitch. Ja, hin und wieder streame ich auch. Okay, da muss ich direkt mal dein Profil nachher abchecken. Ich hatte keine Ahnung. Reinschauen, Lot, da bin ich sicher. Sieht man dich da auch, oder? Ich bin immer so neugierig. So, Moment, ich muss erstmal eine Notiz machen. Weil, Goldfischgehirn. Blub, blub. Wahrscheinlich lese ich die Notiz irgendwann so und denke mir so, Android-Channel? So ein Channel für Android, für das OS? Bin ich ziemlich sicher. Sehr gerne, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind mal wieder in London unterwegs. Morgen hoffentlich in Asgard. Je nachdem, wie viel nordische Mythologie die in Valhalla einpflegen zu versuchen. Aber ich meine, ich habe mal in irgendeinem Trailer gesehen, dass man bei Valhalla, also bei Assassin's Creed Valhalla, tatsächlich auch in Asgard irgendwie so eine Art Traumsequenz oder irgendwelche mythologischen Storylines oder so, was dann ein bisschen weniger realistisch ist. Was ja aber okay ist. Asgard ist ja cool. Und jetzt? Platz nicht einfach rein. Hack den CTUS, hab ja, des Gebäudes und schau, was dich drin erwartet. Kenne habe ich aber leider keine. Aber Mike. Ja, aber vor allem, wenn der Kater ins Bild. Boah, Kater ist immer voll gut. Kater ist immer voll der Stream-Magnet. Zuschauer-Magnet. Oder Katze. Generell. Spioniere die. Okay, machen wir. Machen wir doch glatt.
Ich sehe hier gar nichts. Alter, ist das dunkel. Okay. Also ich muss nach unten, sehe ich gerade. Ah. Ja. Also hier kann ich einfach reinlaufen, das ist schon mal gut. Der Typ ist da jeden echt am beleidigen, ne? Ah, okay. Jetzt haben wir's. Ja, ich spazier hier einfach rein. Gebe kein Fuck. Katzen und Blaumeisen in einem Haushalt wäre aber auch gefährlich. Alles Katzenbesitzer hier? Also ich leider nicht. Aber absolut in Planung. Ja, man hört ihn. Sehr gut. Sehr gut. Immerhin. Ich bin verbunden. Was ist das denn für ein Dorn hier? Daten, was auch immer du da findest. Wir müssen diesen Fall lösen. Meinen die das ernst? Und diese Menschen befreien. Ist das hier der Rothschild-Orden oder was? Ich finde. Nein, Freimaurer. Ist hier. Das hat ja auch was Gutes. Der Champagner ist fast alle und du weißt, wie gern die reichen Bastarde gratis Fuß entlaufen. Hab mir den Scheiß abgewöhnt. Achso, ich kann den hacken. Das Produkt ist verkaufsbereit, nee. Keine Sorge. Sergio Vasquez. Nein, sie kommt nicht. Verlor seine Beförderung, als DedSec seinen Organchirurgen kompromittierte. Ganz genau. Immer stressig, ja. Wenn sie da ist, weißt du? Und immer blutig. Bis später. Bis später. Und das ist deine. Das ist dein Köter hier in menschlicher Form. Belauschen. Ja, R3, aber... Ah, hier. Oh. Na los, schaut in die Kamera. Gerade. Ja, so ist's gut. Aufstehen. Der hat eine frische Frisur auf jeden Fall. Langsam umdrehen. Ich soll ein Sklave, aber... Bitte. Beweg schon deinen, meine, der Bart ist ein Witz. Arsch. Aber die Frisur? Mann, ist das erbärmlich. Son Goku. Diesen Waschlappen wird doch keiner kaufen. Die Käufer erwarten echte Qualitätsware. Also gut, bring ihn nach unten. Wir aktualisieren den Katalog und die Online-Infos. Nein, nein, tut mir leid, ich mache, was ihr sagt. Das ist dann wie Sylvester und... Bringt mich nicht dahin. Sylvester und... Tweety? Verdammt. Looney Tunes auf jeden Fall. Was zum Teufel? Schauen wir nach, was los ist. Die Chancen stehen gut, dass der Keller verschlossen ist. Die Chancen stehen aber auch gut, dass einer dieser Schwachköpfe seinen Zugangscode irgendwo rumliegen gelassen hat. Okay. Dann schauen wir mal. Da? Tablet. Ekpa. Tweety, genau. Danke für den Kellerschlüssel, Schwachkopf. Hervorragend. Sylvester und Tweety habe ich gerne geguckt als Kind. Sehr gerne. Genauso wie Tom und Jerry. Oh, Tom und Jerry fand ich mega. Untersuche den Keller. Kackbratze? Die Leute hier für Sprüche drauf haben, ne? Bang! Tja, da guckt er, ne? Da guckt er. Genau, ich such nach dem Arschgesicht. Ja, dann such mal.
da noch jemand? Ach so. Was für ein Albtraum. Oh, Zivilisten wieder, ey. Ich meine, die müsste man eigentlich allesamt auch killen, weil das potenzielle Sklavenkunden sind. Aber gut, vielleicht ist das auch nur der Hausmeister. Oder so. Kann ja sein. Aber selbst der Hausmeister? Ich weiß nicht, wie moralisch vertretbar das ist. Vielen Dank übrigens für die Ernennung zum VIP. Sehr gerne. Und absolut verdient. Klöße mit Pilzen oder Eier und Spinat? Pilz, Kanapés und Menschen im Sonderangebot. Ich glaube, ich spinne. Das ist doch abnormal. Bleib ruhig. Wenn wir etwas unternehmen, bevor die Mikrochips deaktiviert sind, kann Mary Kelly ihr Inventar räumen. Ich bin kein Fan von Pilzen. Ein großer Fan von Eiern. No homo. Und Spinat geht auch immer. Hatte ich auch noch gestern. Von daher steht meine Antwort fest. Cheeseburger. Oh, habt ihr das jetzt gesehen? Ich hätte das mal laufen lassen sollen. Die haben original so Werbung für Organe gemacht. Weißt, man hört nicht, ne? Sogar Organe. Mary Kelly hat ihr Imperium auf den Einzelteilen von Menschen erbaut. Price Range. Ich schlage vor, du wäschst dir danach gründlich die Hände. Oh, hier ist, ich hoffe, sowas gibt es nicht, ey. Also nicht in der Form. Nicht so organisiert. Okay. Wo bleibt unsere Sprengstofflieferung? Also was gibt es auf jeden Fall, wir aber... haben die Karte bekommen. Zieht euch das mal rein. Augen. What? Ja. Zugegeben, verhältnismäßig günstig. Für Trolle gehalten, die in Mamas Keller Scheiße reden. Lunge, halbe Mille. Und was denken Sie? Teurer als Herz. Ich denke, Sie haben viel Geld. Lunge teurer als Herz. Und meine Organisation könnte in etwas verwickelt sein, das sehr hässlich ist. Ich denke, Sie bezahlen das Doppelte. Sie bleiben Ihrem Ruf treu. Du wurdest ja gar nicht gefragt. Ja, okay. Aber wir können Ihnen wertvollere Dinge, ja, als gut. Geld anbieten. Was wäre das? Macht. Können Sie zur Königin von London machen. Königin, hm? Eine Königin ist souverän und autonom. Also jeder geht schon mal nicht, Eiswolf, weil ich bin begrenzt auf 20 Leute. Sie können London beherrschen. Tja, ich erkenne einen guten Deal, wenn ich ihn sehe. Und einer musste schon Platz machen. Feuerwerk ist unterwegs. Da habe ich schon entfernt. Sie sich bloß nicht daran. Weil er gar nicht mehr in Frieden ist seit Monaten. Mary Kelly hat den Sprengstoff für die Bomben geliefert. Und dazu Kidneys. Noch die Sklaven und der Organhandel. Sie ist erledigt. Das ist eine interessante Wende. Mary ist also nicht Zero Day. Aber sie hat damit zu tun. Ich muss zugeben, dass Zero Days Plan zum Spurenverwischen clever war. Und er hat funktioniert. Sogar ich hatte das nicht erwartet. Und ich erwarte einiges. Wir sollten unser Ziel nicht aus den Augen Seeing Red in the Toilet Bowl. Wir brauchen für Caitlins Fall alles über Golden Just Goose. Replace them. Bagley, könntest du Daten 500 Mille, ne, für Nieren. Das ist eine einfache Marktseite. Auch teurer als ich Herz. Ich habe Inventarlisten, aber nicht gerade viel, was Inspektor Laus Fall betrifft. Okay, Bagley, wir müssen die Server finden. Wir klauen, was Caitlin braucht und schalten alles ab, bevor es online geht. Würde ich ja gern, aber die Server springen um den ganzen Globus. Wahrscheinlich ein Shuffle-Protokoll und eine Art Mixnet. Natürlich kriege ich das hin, aber es wird ein paar Tage dauern. Wir sollten uns mal den Gastgeber vorknöpfen. Wenn er hier das Sagen hat, könnte er mehr über die Server wissen. Okay, ich merke gerade, ich weiß, warum Herz nicht das teuerste Organ ist. Weil da haben die ja inzwischen Ersatz gefunden über Schweine und so ein Kram, ne? Aber wahrscheinlich gibt es keinen Ersatz für menschliche Nieren oder Lungen oder was auch immer. Deswegen sind die nicht so teuer. Mir fehlt natürlich Gehirn, aber Gehirn macht keinen Sinn, ne? Was will ich mit dem Gehirn eines anderen? Dann bin ich ja jemand anders. Der Grund ist ja EK, man kann sich trotzdem bedanken. Ach, hör nicht auf Eiswolf. Ich hab keine Ahnung. Hallo Blaumeise, das ist ja wohl höflich, dass man antwortet. Jetzt einfach alte Schule. Wer weiß noch, was es bedeutet. Oh, shit. Zack. Hacke den Aufseher. Okay. Der ist wo? Der ist...
Irgendwo. Hier ist wieder so dunkel, hier dürfte mich keiner sehen. Wo soll denn dieser Aufseher sein? Ist das der denn? Uniformierter Zugang. Ausschalten. Ich kann mich nie entscheiden, was jetzt genau Zivilist sein soll, oder... Die ist auf jeden Fall... Das sind Zivilisten hier, ne? Aber sagt auch, uniformierter Zugang. Achso, medizinische Einrichtung. Okay. Das heißt, die dürfte keinen Alarm schlagen. Und wenn ich unsichtbar bin, sowieso nicht. Ich soll den nur hacken. Er sagt, Zugriff verweigert. Außer Reichweite? Oh, come on. Guter Riecher. Ich habe die Koordinaten der Golden Goose Server und als Bonus noch die des Mikrochip-Kontrollrelais. Sie sind beide bei Neogate. Danke, sprechender Computer. Entkomme. Mach ich. Oh nee. Oh, ich muss da dran. Irgendjemand prügelt sich hier. Da unten. Gehört hier wohl zum guten Ton. Das war übrigens mein erstes Mal, dass ich jemanden... Nee! Premiere? Da fühle ich mich aber geehrt. Ich war ja bei Blaumeise dabei zum ersten Mal. Also, dass ich als Zuschauer einen Raid mitgemacht habe zumindest. So. Das war auch ein First. Oh oh. So, nicht sie raus hier. Der hat mich fast gesehen. Aber ich war schneller. So. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Welche? Welche sind das? Sobald wir die haben, bringe ich sie zum Büro des Kronanwalts. Das ist das Ende von Mary Kelly. Diese Server lassen wir nicht heil. Oder das Kontrollrelais der Mikrochips. Eigentlich hast du recht. Ich hätte die alle auslöschen sollen. Wenn wir das abschalten, befreien wir alle, die Implantate bekommen haben. Na los! Nächster Halt, Neogate. Anscheinend hat Mary gerne Entscheidung. Golden Goose Server in einer Cyber-Security-Software-Firma versteckt. Ich kann ihre Taten nicht gutheißen, aber ihre Methoden sind nicht übel. Ich meine, als Androide müsstest du ja perfekt Entscheidungen treffen können. 100% rational. Was in der Regel die bessere Wahl ist. Die rationale Entscheidung. Oder rational entscheiden generell. Hacke das Kameranetzwerk. Das klingt jetzt erstmal. Das klingt jetzt erstmal sehr easy. Checken wir mal aus. Deshalb entscheidet er auch mein Essen. Ich glaube, sie meint Paranoid. Paranoid, stimmt. Ist ja auch noch Teil des Nicknames, ne? Ich muss diesen Leuten immer helfen. Ich bin einfach ein Philanthrop. Ich bin da. Neogate okay. Gibt es noch nicht lange, aber sie sind Marktführer im Bereich Virenschutz. Bestimmt haben die Kellys was mit ihrem Erfolg zu tun. Aber egal, wir werden das jetzt alles zerstören. Also, ich ja, bin nice. Es ja genauso wie ihr, aber wir müssen erst alle Beweise sammeln, bevor wir die Sache hochgehen lassen können. Genau danach haben wir doch die ganze Zeit gesucht.
Ich schlage vor, das Kameranetzwerk zu hacken, um sich umzusehen. Hast du das jetzt zugemacht? Was soll denn der Scheiß? Ich will doch nur bei euch einbrechen, Mann. Irgendein Typ abgeknallt. Es scheint niemanden zu interessieren auf der Straße. Tadellose KI. Nummer 2. Lololo. Komm, geh weg da, Mann. Du mieses Arschloch. Nur Scheiße. Fuck it. Hier ist nichts. Da kann sich ewig verstecken. Hier ist definitiv nichts. Ich habe jeden Winkel überprüft. Nein, nicht so. Hallo. Hat er nicht registriert, dass ich jetzt am... Das ist ein Schleichangriff war. Quasi. Theoretisch müssen alle intelligenten, selbstwahrnehmenden Androide paranoid sein. Und wir Menschen in unserem Leben... Tagtäglich tödliche Gefahren in Kauf nehmen, was nicht rational ist, aufgrund unserer begrenzten Lebenszeit. Jetzt gehst du aber deep hier, ne, Eiswoll? Gehst du aber deep. Ich bin hier zwischen Gehirnmus, Ubisoft-Produkt und deepen Chat. Was mache ich jetzt? Und Billardtisch. Boah, Leute, ich bin so schlecht im Billardspielen. Keine Ahnung, warum mich das überhaupt erfreut. Scheiße. Peng. Was denn? Sucht alles ab, aber gründlich. Ich sehe niemanden. Scheiße doch mal. Gib auf. Upsi. Immer noch der Vernünftigste. Du wirst entdeckt. Ja, das ist sehr gut. Während ich hier gerade eine Kamera hacke. Sind die sehr gut. Diese Feeds kommen aus einem Geschoss unter dem Serverraum. Jemand Lust auf etwas seichte Unterhaltung? Es enthält einen Chemie-Cocktail. Botulinum, Gonotoxin, Succinylcholin. Ich spare mir die Einzelheiten, du würdest es ja eh nicht verstehen. Sagen wir mal, es hat viele Versuche gebraucht, bis der Mix gepasst hat. Es soll ja nicht zu schnell töten. Oder ganz ehrlich, Brechstange. Oh mein Gott, da implantieren sie die Mikrochips und testen sie. Obwohl, nee. Bagley, speichere die Aufnahmen. Das geht alles in meine Untersuchungsakte. Und noch einer. Ich freue mich, dass sie auf Sterilität achten. Man will ja keine Infektion riskieren. Einer noch. Ein Problem stellen die starken Krämpfe dar, die die Mikrochips auslösen. Der Gedanke, die wertvolle Ware zu beschädigen, ist beunruhigend. Vor allem die Augen sind verwundbar. Die Schwester von Ben. Erkenntnisse sehen das mögliche Problem in der Mikroladung. Obwohl der Schaden am unteren Hirnstamm minimal ist, reicht sie aus, um in 34 Es reicht, Bagley. Ich kann mir das nicht mehr ansehen.
Ja, ich werde jetzt natürlich entdeckt, ne? Nee. Beteiligt sind, ist in der Hölle ein Platz reserviert. Die ganzen Golden Goose Diamond und dieses Material. Dazu ihre Beteiligung an den Bombenanschlägen. Das muss doch ausreichen, um Mary aus dem Verkehr zu ziehen. Das hoffe ich. Aber jetzt sollten wir diese Scheiße hochjagen und die Mikrochips deaktivieren. Super. Super. Super, ja. Ich bin ein Fan. Jetzt natürlich gerne alle killen hier, ne? Diese ganzen Unmenschen. Ich glaube, das mache ich auch. Zip, zap. Komm ich da dran? Achso, ich brauche einen Key. Okay. Oder ich glaube, ich hacke das hier einfach. Wir wollen einen Gnom mit Sinnkrise in meinem Game. Auch nicht besser. Gnom mit Sinnkrise? Was habt ihr denn gezockt? Der in einem Schuh lag und mit Ratten geredet hat. Oh Gott. What the fuck?